Steht da doch irgendwo so ein Holzplatz im Sumpf? Also die Two Girls haben tatsächlich einige Lower Theories, aber auch ein, zwei tatsächlich Higher Theories. Aber nicht alle haben längst einen Sattel. Wie Schaden mache ich? Mach mal rechts, vielleicht machst du da mehr. Also, du machst schon auch gut Schaden so, aber... Froschkampf, los! Schrei mal an im Voice Chat. Froschkampf! Er geht es ein! Simplex ist jetzt bei Chris. Hä, ja, wie soll er das denn überhaupt sein? Wie soll er sein Tribe gewechselt, wenn die nochmal gewiped wurden? Ja, aber also, hä, ist halt 3er Tribe Limit. Ja, aber und Noah haben sie denn rausgehauen. Hä? Ist Simplex jetzt darüber gewechselt oder was? Steht das im Chat oder was? Ja, weiß ich nicht. Fabi also, zumindest. Ja, wenn der den keine Ahnung noch. Ja, Fabi sagt aber auch, er farmt am blauen Orbi. Also, ja, aber Ahnung. Wenn die den jetzt nochmal weggeportet haben, keine Ahnung, vielleicht haben sie Simplex geportet und da steht dann Tribe abgehoben. You know? Kann natürlich sein. Also das muss ich sagen, tatsächlich so im Projekt, so ein Tribe-Wechsel ist halt schon herzlich bescheuert eigentlich. Also ich meine, auch wenn die sonst gegeneinander gefightet haben, sich gegenseitig geradet haben, die haben halt 3 Schnecken von denen bekommen. Und jetzt ist er dann bei denen. Ja, also ich würde sie nicht flamen, solange es nicht confirmed ist. Also wieso sollen die auch einfach mit dem Projekt Noah rauswerfen? Hä, also... Vielleicht ist ja die Session nicht da. Auslockraum. Auslockraum. Das finde ich aber wirklich frech. Nein, die haben vorhin ja gefragt. Wir können ja einfach nachher fragen, bevor wir uns jetzt darüber stundenlang den Kopf... Malmen. Butcher Bay auch geöffnet. So. Ah, hier ist noch ein Teri. Das ist... Apropos Teri. 40. Unser Teri ist bei 80% Taming. Ja, nice. Level 7 Parasaurus detected me. Aber echt viel zu lange dieses Teri Taming. Ich will nicht wissen, Level 7 viel Zeit. Shadow Frost. Warte, was? Ist der wirklich Level? Ja, Parasaurus Level 7 detected mich gerade. Was? Geil, Mann. Alter, das ist eine Kunst, jetzt, so ein Viech zu haben, ne? Ey, das ist, ich finde es gerade echt krass. Also ich glaube, es ist schwer, ein Level 7 Viech zu haben, als ein Level 100 irgendwas Perfect Tame. Na, ich habe vorhin auch schon ganz viele Level 5er Pyracer gesehen. So. Und dann Maul Level 7. Ja, aber dein gesamter Tribe muss sich ja beherrschen, den nicht zu leveln einfach. Aus Versehen und so. Also das ist halt schon so. Ist halt auch schon wieder geöffnet, die Butze. Ja, halt auf Leben, damit er nicht einfach One-Hit ist. Leben. Ja, dafür ist es der Frosch 181, den sie haben. Und also auch diese Base ist geöffnet. Den Frosch Level 7 auch dezent RIP. Also ich glaube, mit dem könntest du dich noch nicht mal bewegen. Wir haben jetzt einen Frosch Level 224 umgelevelt. Krass. Schön. Weiblich, männlich? Das muss ich jetzt noch nachholen. Aber haben wir nicht beide Geschlechter? Ja, haben wir theoretisch, aber wenn er ein Weibchen wäre, könnte sich halt direkt noch einer einen Hohen machen, wenn er will. Also, ich bin gerade mit einem Female unterwegs, der noch auf Cooldown ist. Ich hab ein Male dabei. Alter, greifst du jetzt den Parasaurus an? Bist du komplett Brain AFK, Alter? Ach, was geht denn bei dir? Alles klar, ich sitz auf dem Baum. Auch nicht schlecht. Oh ja, ich werd besniped. Okay. Geil. Ist doch bestimmt eine geile Base irgendwo, oder? Gleich ratatatatat, tot. Ja gut, wollen wir dann alle kurz in die Base, Abgang und reparieren und dann fertig machen für Fisibuble? Ja. Können wir machen, ja. Will an. Machen sie das. Der Kaltnahmesattel vom Frosch sieht schon ganz cool aus. Ja. Wir haben halt auch nur noch eine Dreiviertelstunde Zeit, ne? Also müssen dann auch echt hinne machen. Jo. Was machen wir, also wie machen wir das denn jetzt? Wollen wir uns dann jetzt hinten hochgrabbeln und dann vorne mit Viechern rein, sobald es aus ist? Weil wir müssen ja eventuell noch Leute und Viecher fighten. Also sollten vorne eventuell Viecher stehen. Nur wenn du halt dann stundenlang da vorne mit Viechern rumstehst, während die anderen hinten am rumgrabbeln sind.
Wenn der also, Jenny erst einmal aus ist, können sie ja nicht mehr ganz so viel erstmal tun. Dann können wir ja die Viecher vorne positionieren. Solange können wir die Viecher ja erstmal unter uns stellen, wo wir uns gerade hochgrabbeln. Ja. Bevor halt einer vorne mit drei Viechern rumsteht oder so und die anderen beiden hinten rumgrabbeln, dann kommt vorne einer und dann gibt's da Karambolage, ohne dass die Viecher bemannt sind und kein Fokus. Ja, ja, klar. Nee, also ich würde auch das Zeug erstmal alles unten drunter stehen lassen, sobald man da oben offen hat. Also ich meine, wenn da der Jenny kaputt ist und alles möglich und da liegt Zeug rum und man müsste wirklich Verkabelung und alles neu machen, da haben wir ja locker Zeit, da einmal außen rumzulatschen und schon vorne rein in die Olga. Also wahlweise können wir natürlich auch einfach sagen, wenn wir halt die Gelegenheit quasi sehen, dass da im Prinzip halt der ganze Spaß clear ist, so, dann kann derjenige, der sprengt, ja auch einfach da bleiben. Also by the way, ich habe jetzt 5 C4 dabei. Ich crafte also, das auch nochmal. Ja, ich meine, mehr brauchst du ja theoretisch nicht, um reinzukommen. Sonst nimm dir halt einfach noch ein drittes Low-Rüstungsset zur Not einfach mit, was du halt unten hast. Place dir unten einen Schlafsack, falls du halt drauf gehst. Und dann stehe ich da unten theoretisch und gebe dir nochmal 2 C4. Nimm dir vor allem noch einen Extra-Remote mit und dann ist er gut. Willst du kann halt sein, dass dann hier, Gato? Der ist in allen Belangen besser als deiner. Theoretisch, meiner ist zwar nicht, also hat null Prägung, aber ist halt theoretisch auf mich gedingens und er ist gelevelt, halt auf Movement. So, also behalt halt. Ist halt theoretisch, mir ist halt in erster Linie nur der Movement-Wert wichtig. Ja. Movement hatten wir noch. Ah, okay, ich hab 250. Mehr. Ist schönes Licht. Ja, wie sieht denn das jetzt aus? Wollt ihr wieder Rex Spino machen oder wollen wir vielleicht Terin lieber mitnehmen? Irgendwie ein geleveltes oder. Ich würde vielleicht das ein bisschen davon abhängig machen, was wir jetzt mitnehmen, was das hier für ein Geschlecht ist, was jetzt rauskommt. Also wenn das halt ein Mail wäre mit dem guten Damage-Wert, dann würde ich halt auf jeden Fall sagen, dann können wir halt auch das krasse Terry mitnehmen. Ja, hast du gesehen, was die an Viechern noch da rumstehen hatten? Ja, gar nichts. Also außer dem Spino haben die halt anscheinend nichts. Also in dem Moment, wo ich die Base gescoutet habe, war da nichts und niemand. Okay, ja gut. Dann wären wir hier eh gerade noch in der Base und dann drehe ich noch eine Runde mit der Anke. Das war awesome. Was denn? Ich bin gerade mehr oder weniger aus dem Stand hier hochgekommen. Kann ich nicht riechen. Soll ich mir schreiben, ich schon? Ja, mach mal. Ich schon, mein Beach-Bob-Sensor schlägt da immer an. Ja. Ey, schreibe ich jetzt nicht. Ja, also ich mache zwar gerade, aber wenn ihr auch mal irgendwas. Na ja, gut, wir haben zwar immer was zu tun, aber wenn ihr mal nichts zu tun habt, könnt ihr euch auch einfach mal die Anker schnappen und eine Runde drehen. Ja. Ich stehe lieber produktiv hier oben auf dem Dach und gucke dir beim Angefahren zu. Weil ich darauf warte, weil ich Bock habe loszugehen. Ich bin auch gerade im Überlegen, ob ich einfach schon mal losgehe und mir das selber mal angucke, was Ghost da labert. Bevor ich 5 Minuten lang mit ihm dann diskutiere, wenn wir da sind. Maybe. Warum könnte ich dann den grünen Obi covern? Ich sehe mich halt gleich schon wieder tot da, ey. Gar keinen Bock auf die Scheiße. Er ist alleine. Und was gab es mittlerweile für krasse Plot-Twists? Wie sie Bogner ist alleine. Wenn man alleine ist, muss man die ganze Stunde. Ja, keine Ahnung. Wer wirklich alleine ist, kann halt sein, kann halt nicht sein. Ja, aber ist sein Problem, wenn er alleine ist. Also man kann sich ja Mates suchen, so. Ah, kann er trotzdem eine Schnecke haben. Jo. Ich bin, by the way, schon mal vorgeportet, um theoretisch auch gleich, wenn ihr kommt, den Teleporter kurz zu covern. Das stelle ich lieber haben alleine. Haben wir uns entschieden, was wir für Viecher mitnehmen wollen? Das müsst ihr, das wolltest du dir doch gleich überlegen, was du ja, willst. Ja, und wenn die ein Spino haben, ist ein Terry wahrscheinlich am besten. War denn jetzt nochmal dieser Pillar? Aber wir könnten uns auch überlegen, wobei, nee, wir haben noch kein Female, was gelevelt ist, ne? Nee. Ah, ich. Also, theoretisch würde ich halt schon 2 Viecher mitnehmen. Wir können auch 2 Terrys mitnehmen, so, aber die sind halt nicht Mate-Boosted, keine Ahnung. Ja, dann würde ich es nicht machen. Also dafür kann man halt super auch den Rex verwenden. So, wenn der Rex halt deswegen dann irgendwann mal drauf geht, sondern ist es halt so. Die Terrys ja, okay, brauchen dann wir halt wieder Rex Spino. Ja. Vor allem hast du mit dem Spino auch die Chance, seinen Spino theoretisch zu verfolgen und so weiter. Das stimmt. Also ist wahrscheinlich gar nicht so bad und der Rex kann ihn halt theoretisch einfach töten. Dab, di dab, di dab, dub, dub, di dub, di dab. Noch mal so schön, wie wir in der Raid-Vorbereitung dann immer noch ein Ei liegen haben. Ja. So, der Hammer.
Ja, wenn dann ist es halt. Nur laufen ist so viel angenehmer als Rex. Uff. Das stimmt, ja. Hast du nicht gesagt, du kannst dich da free hochgrabbeln? Irgendwie sowas? Oder dass da nur ein Turret steht? Ja, also es steht ein Turret, was auf dich schießt, wenn du dich von der Rückseite aus hochgrabbelst, ja. Also da sind zwei Turrets hinten auf dem... gebaut, keine Ahnung. Da sind halt Turrets auf dem Dach. Nach hinten ja, hin. Klar. Zwei oder aber, drei. Also, wenn du dich hochgrabbelst, kannst du dich so hochgrabbeln, dass die nicht auf dich schießen, weil da Spikes stehen. Aber ich sehe dich schon an den Spikes hochgrabbeln, abbouncen und die Turrets zerfetzen dich in der Luft. Aber gut, ja, let's das try kann it. Durchaus sein, ja. Sind das Normals? Ja, das sind Normals. Das Heavy steht nach vorne, ja? Ja. Ja. Also... Ja, die zwei Turrets willst du nicht hitten. Willst irgendwo anders hoch. 308 Damage hat das Theory, Baby. Nice. Okay, die Turrets schießen teilweise von hier aus auf mich drauf. Du kannst die Turrets, das eine hängt, glaube ich, fast auf Höhe der Klippe. Du kannst da einfach straight, glaube ich, hochknallen. Darfst nur nicht zu straight hochknallen, sonst kriegst du das Turret, dann kriegst du deine eigene Rocket ins Gesicht. Boah, ich habe einen Schuss gekriegt, Mann. Mann. Mann, ey. Im Leben hatte das, ja. Das ist im Prinzip eine exakte Copy von dem, was gerade getamed wurde. Ach ja, warte mal, was ist denn das für ein Geschlecht? Ja gut, also Ghost, du auch bist Sprengmeister. Okay. Ich habe keinen Bock, wieder drauf zu gehen. Ja, also, keine Ahnung, kann natürlich sein, dass ich auch drauf gehe. So, nimm dir den Schlafsack mit. Jo, mach ich. Ich könnte auch ein Bett theoretisch placen, aber ja. Nimm dir halt einfach einen Schlafsack zum Not. Ach komm, Therias, du jetzt ja nicht hochkommst. Also wie gesagt, man könnte es halt überlegen. Ich gehe jetzt mal nochmal vorne rum. Und schaue mal, ob der Kerl gerade daheim ist. Wir haben übrigens schon wieder 10.000 Mittel in der Torch. Du bist so super. Ja, das ist einfach ganz geil. Und vor allem, ich sag's halt auch immer besserwisserisch, so von wegen, yo, man kann halt immer mal wieder vollfarmen, mach's halt nicht. Und ich meine, so. Ich bin jetzt auch nicht gerade wenig unterwegs, so, aber ist halt schon nice, was du da treibst. Okay, der ist auf seiner Base obendrauf. Und er hat einen Rex. Rex? Ja, er hat einen Rex. Level? Kann ich gar nicht sehen. Weil, wie gesagt, Typ auf Base. Na, okay. Aber das sind halt nur 6 Turrets so. Oder sowas. Also wahrscheinlich könnten wir die auch von vorne tanken. Ja, das ist ein Heavy. Das ist ein Heavy. Ich würde nicht also ich bin dafür, wir probieren das von daher. Ja, mach wie du meinst, mach wie Wenn du meinst. Wenn ich komplett sterbe, dann... Lassen wir es halt. Also wir können halt immer von vorne tanken, das ist halt nie ein Problem. Aber wenn es von hinten easy geht, warum sollen wir es nicht machen? Ja, alles gut. Der Rex ist Level 223. Also ich sehe dich zwar schon wieder sagen, habe ich doch gesagt, aber... Nö, alles gut. Ich wüsste selber, also ich finde es halt auch dumm, mit dem Rex da reinzurennen und zu tanken. Das Problem ist auch vor allem, sein Rex steht da halt auch einfach im Weg. Also wenn wir da reinrennen, müssen wir erstmal den fighten und. So, also ich... Da gewinnt er das halt. Dann gewinnt er das wahrscheinlich. Was? Kommst du zum grünen Obi, um zu covern? Ja, ich komme. Aber ich habe, by the way, jetzt nicht seinen Spino gesehen, ne? Ja. Ja, vielleicht ist der doch mal irgendwann gerippt, ne? Das kann sein. Also steht auf jeden Fall ein Rex da, der ist Level 223, der heißt Flex Rex. Flex Rex. Also wie gesagt, ja, der Typ wird uns wahrscheinlich sehen, ne? Der ist halt da. Jo. Macht die Sache natürlich weniger angenehm, aber egal, was soll's. Ja. Mal gucken. Okay, let's go. Ich bin nicht so schnell wie ihr. Weiß aber, wohin muss, oder? Nee. Ja, achso, ja, dann warte ich auf dich. Ja, theoretisch den Weg raus und geradeaus laufen. Das sieht halt mit dem Hut, wenn du so läufst, halt irgendwie, weiß ich nicht. Nee, der Hut sieht halt aus wie so ein 90er Jahre Hut von so Frauen, weißt du? Also mich erinnert es ein bisschen an McGonagall. Ja, ja, genau. Mach mal Raptor tot. Aha, jetzt habe ich meine Freunde gerufen. Spast. So, okay. Let's go. Aber erstmal noch ein Level im Movement. So, was? Hast du Focals und so dabei? Ja, also nur Focal halt, sonst habe ich nichts bei. Madbro? Ja. Sonst habe ich nichts bei. Madbro? Ja. Ersatzrüstung. Ja, aber also Ersatzrüstung. Weder Tatar. Ja. Ja, Bier haben wir auch gar nicht. Ich hab keine Stamina mehr. Tatar haben wir auch nicht. Dup, di, dup, di, dup. Bleib mal hier stehen. Stopp, stopp, stopp. Nicht so weit hoch, sonst sieht er dich. Du, du, ach so, ja. Du, du.
Ja, also ich würde jetzt halt einfach mich da drunter stellen, wahrscheinlich direkt mit den Füßen, oder? Genau, du musst allerdings aufpassen, das Turret schießt auf dich auf den Boden bis nach unten in das Tal. Also deswegen lauf halt nah am Fels da entlang. Soll ich hier mal stehen bleiben und gucken, ob die Turrets abgeräumt werden, wenn du da close hochschießt? Noch ein Terry-Aggro-Ghost. Das ist echt ein Talent, nah an denen vorbeizulaufen, oder? Ja, ich wollte halt einen Winkel mitnehmen, dass ich erstens außerhalb der Render-Distance bin und zweitens... Überhaupt noch ein Terry-Aggro. Junge. Das Tank. Guter HP-Wert. Das Heavy-Turret. Ja gut, ne, okay, es steht da vorne links quasi von uns. Also so, wenn du auf gucken. Die... Siehst du die Turrets noch halbwegs? Okay, sie haben es früh abgeschossen. Zu früh abgeschossen. Du müsstest quasi ein bisschen weiter zur Kante, also von mir aus quasi nach rechts. Und closer. Dann kannst du mindestens... Du findest halt übel stressig. Warte mal, also über dem Spino ungefähr hochschießen quasi. An den Spino, nein, das ist zu weit, glaube ich. Ja, da hättest du... Also, du warst halt gerade schon nicht bad. So, von da aus 2 Meter Richtung Spino. Sodass du halt genau das eine Turret triffst. Okay, das war zu weit rechts. Genau die Mitte von den beiden Shots. So, nur geh halt ein Stückchen nach hinten. Ja, das wurde zu früh abgefangen. Zur Not grabbel dich halt ein bisschen da drunter und schieß von weiter unten, keine Ahnung, also... Das kündigt halt jetzt schon an, du hast aber bisher noch nichts gehittet halt. Sag mal auch vor allem an, wenn du schießt. Oh, ja, okay. Dann kann ich das auch sehen, richtig. Warte mal, kann ich... Teilweise sind die Metallwände gedamaged irgendwie. Schießt? Ich glaube aber nicht, dass du das warst. Ach komm, Spiel, lass mich doch stehen. Na, also geht doch. Hast du gerade wieder geschossen? Okay, der hat noch. Nee. So, ich stehe jetzt im Prinzip direkt an der Base. Mal gucken. Ich kann's sehen, ja. Entweder ich kriege jetzt komplett auf den Sack. Von da, wo du stehst, kannst du quasi fast straight hochschießen. Ja, hast eins getroffen. Nice. Ist down. Ich weiß nicht, inwiefern, guck mal mit Car Vision, ob du vielleicht das links daneben auch noch hitten kannst. Ja, hast noch eins down. Nice. Und jetzt ist rechts theoretisch auch noch, ich glaube, das ist aber zu weit. Da müsstest du, glaube ich, einen komischeren Winkel haben. Ich habe auch keine Rockets mehr. Okay, aber du hast jetzt auf jeden Fall so weit was abgeräumt, dass du fast dich sogar hinten an die Base ran grabbeln könntest. Du müsstest halt nur nach wie vor auf das Heavy aufpassen. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich würde mich... Also ja, da, wo also du beide weggemacht hast. An die Rückseite der Base würde ich mir jetzt halt hinziehen. Genau, und die Wände haben vor allem nur noch 8000 HP, aber du brauchst halt trotzdem 3 C4. Ja genau, du tankst 2 Turrets nur. Jetzt tankst du gar keins mehr. Das Heavy ist noch an. Der Rest ist, glaube ich, aus. Hä? Nee, das Heavy ist auch aus. Das Heavy ist... Nee, ist auch aus. Hat sich noch nicht bewegt. Nice, ich bin mit dem Rex hoch. Nimmst du den Spino nicht mit? Achso. Ich hol den noch vorne nach. Ich hol den noch vorne nach. Wir müssen hier vorne auch. Wir müssen auch eh nochmal da hoch. Ne, wir können einfach über eine Klippe drüber laufen. Echt? Ja. Ah ja, der Typ. Ist der Typ da? Nee, aber ich möchte hier einfach nur jemanden, der am Boden liegt, erschießen. Und ich hätte ihn einfach nicht. Uff. Da war Lag. Also nicht, eigentlich nicht. Willst du dich kurz auf den Spieler setzen, dann töten wir den Rex. Ja, ich wollte gerade sagen, denk mal den Rex eben um. Der Typ ist halt mit dem Frosch unterwegs. Zur Not kicken. Ah, nee, das ist ein Raptor, okay. Ja, also ein Raptor. Nee, der Frosch steht hier sogar. Ah, wir haben einen Rode mehr, 131. Alter, was? Die haben gute Sachen, Leute. Ich hau mich mal eben auf den Spiel und mach das jetzt. Was machst du? Ja, ich hau jetzt mit drauf hier. Der Rex ist runtergefallen. Ja, gut, den hätte ich halt eher umgebracht, vielleicht, aber egal. Ja. Halt LOL, hat der sich ausgelockt? Der hat doch gerade noch im Chat geschrieben. Keine Ahnung, also ich habe hier drin 2. Alter, okay, Crossbow-WP mit 270. Du brauchst nicht killen, lass doch stehen, die Scheiße. Nee. Vielleicht hat er einen verbesserten Sattel. Warte mal. Coverst du eben hier? Ja, okay. Ja. Ah, okay, ja, der hatte leider Rüstung von jemand anderen an. Weil der hatte nämlich auch verbesserte Rüstung, der Typ hier. Der hat so einen Raptor-Sattel gedönst, da hab ich mal mitgenommen. Ja.
Flinte 260 Damage, kostet aber... Ja, egal, ich nehme sie mal mit. Keine Ahnung, dann hat es niemand anderes. Kostet halt auch 3k, also ist wahrscheinlich nicht so richtig worth. Sturmgewehr mit 260 Damage. Habe ich mal mitgenommen. Jo. Die guten Flakteile nehme ich mit. Ich will halt noch den Rex, also den Rex können wir schon noch umbringen. Ja, können wir machen. Jetzt Ledersachen. Ja, habt ihr mal geguckt, wie viel Money die Turrets haben? Oh, nice. Metal Shield BP mit 6,5. Der hat einen Spino-Sattel mit 130 Armor. Nice. Jo. Oh, nice. Wir haben noch was Besseres. Okay. Der Rest aus der Werkbank ist, glaube ich, useless, ne? Wie viel hatte unsere Lederhose? 300, hier ist eine mit 200 Dura genau und 73 Rüstung drin. Ist schlechter. Nimm mit zur Not halt, aber ist schlechter, ziemlich sicher. Okay. Das Armbrust BP kann man auch mal zur Not nochmal mitnehmen und einfach vergleichen. Ronto-Sattel, Bulli-Rino-Sattel. Hast du 70 nicht mitgenommen? Nee, habe ich glaube ich nicht. Achso, ja, das lag hier im Fabricator drin. Das ist da. Mach mal eben. Ich muss 370, mal eben kurz. Das ist schon ganz gut. Noch ein bisschen Electronics. Perlen können wir auch immer brauchen, oder? Ja, ja, nimm mit. Poli. Ja, gut, Crystal. Alter, misst du mal deinen ollen Rex aus, ey. Ja, schlimm. Ich habe dir mal Zeugs reingelegt. Aber das war, also, clean Rockets, Alter. Wieder keine Schnecke halt, leider, ne? Hier sind 5. Ich leg hier auch BPs rein, Vorsicht. Also, weil du gerade droppst. Die volle sind natürlich, okay, da geht schon was. Wollen wir die Turrets komplett abräumen und die Muni mitnehmen? Ja, und das Heavy kannst du abräumen. Ja, stimmt. Ja, wollen wir seinen Restscheiß lassen? Oh, nice, nochmal ordentlich Perlen, das ist echt ganz gut. Ich würde sagen, den Restscheiß kann er behalten, oder? Ja. Dann wollen wir nämlich auf jeden Fall auch noch mit. Also, Fabricator ist wirklich noch eine Goldgrube. Ja, der Rest ist, glaube ich, Bullshit. Unserem Spino den Sattel auf, nur der hier ist noch ein Bulli-Rino. Ist der besser als unser bisheriger? Okay. Ja, dein Rex läuft irgendwo in die Party rein. Ach Leute, ob der jetzt rot ist, der Sattel. Hier ist noch ein Duty-Sattel, kann man auch mal mitnehmen. Kannst du mir ein paar Meter entgegenkommen mit Spino oder Rex? Ich bin scheiße langsam. Nö, oder? Was? Du bist in der Ceiling-Stack? Ich bin in der Hedgeframe-Stack. Oh ja, jetzt habe ich die Heavy-Turret-Money hier gefunden. Da war ein bisschen mehr drin. Ja, ich spreng dir die Hedgeframe weg. Gib mir eine Sekunde. Sag mal, wenn du playst, ich guck mal nochmal schnell durch den Mortar. Ja, quasi in den nächsten 2 Sekunden. Ja, ich habe nur noch einen Mortar. Gut. Geh wieder raus. Kannst sprengen. Die haben ja auch noch einen Affen. Ach komm, ich töte den Affen, vielleicht ist er. Halt! Töte den Affen. Okay. Die geile Sau, Alter. Okay, Ladies, wir haben noch 15 Minuten. Der arme Affe, Alter. Schreib ein Schild, sorry für den Affen. Nein, schreib nicht, wir müssen los. Den Rest hat er ja behalten dürfen. Habt ihr noch irgendwas, was in den Spino gepackt werden muss oder so? Ich glaub nicht. Wie wär's, wenn du einfach jetzt mal stehen bleibst, holy shit? Nein, ich will runter jetzt gehen, weil der Rex ist so voll, da passt nichts mehr rein. Ich gehe jetzt runter und kill den Rex. Ja, dann mach das. Dann, Ghost, du nimmst den Ding jetzt mit, ne? Jo. Ich lege ihn noch schnell in eine Note. 6, 7, 8, 9, 10. Also hier haben wir 1000 Turret Money gelootet nochmal. Nice. Warte mal, haben wir hier auch alles mitgenommen? Campfire. Refining Forge. Ja, ich finde, Forges halt hätten geil, halt ne? Noch theoretisch Metal gehabt. Auf. Ah, Metal. Hat uns jetzt halt auch wieder 10 C4 und 4 Rockets gekostet, Rest aber drauf geschießen. Was ist jetzt das Beste, was wir da rausbekommen haben? Wir hatten noch irgendeine Blueprint, oder? Crossbow BP vielleicht. Also mit 270 ist halt schon nicht so scheiße. Wir hatten halt auch schon wieder. Aber noch ordentlich Mats, also die hatten sicher 2,5 Perlen und noch ein bisschen Electronics. Ja gut, und neuen Spinosattel. Und neuen Spinosattel nochmal. Und ein Rex-Sattel jetzt auch noch. Journeyman mit 71. Besser als unser? Ist besser als unser. Ich pack den gleich mal drauf. Ich switch noch schnell Longnecks. So. Ah ja, dann auf, weil du Bock auf Longneck hast, ne? Ladies, ab jetzt zum Teleporter. Jetzt, wenn er vor allem in der Sekunde offline gegangen ist.
ist halt mega unlucky für ihn so. Ich glaube, ich werde tatsächlich jetzt schon mal eine Abmord machen, weil, keine Ahnung, bis auf Sortieren mache ich glaube ich nichts mehr. Ja, ist eine gute Idee. Ja, jede Menge Leute aufgemacht. Leider nach wie vor keine weiteren Schnecken gefunden. Aber ein weiteres Rüstungsblueprint gefunden. Revolver-Blueprints. Zeug, Sättel. Und so Viecher verbessert. Was? Schild. Was so übel ist. Ja. Leider, uns fehlen nach wie vor Tankviecher und Schnecken. Aber das kommt noch. Und Teris, genau, weiblich Teris und Teri-Babys. Also die fehlen uns nicht, die haben wir. Ja, und jetzt fehlen uns fast schon wieder neue Teri-Sättel. Wir müssen halt gucken, sobald wir Teri mal irgendwo verheizen sollten, dass wir auf keinen Fall den Sattel verlieren. Na gut, ja. In dem Sinne, Ladies and Gentlemen, hallo rein, wir sehen uns in der nächsten Session. Ja, bye bye. Mal wieder das Übliche, was er gesagt hat. Was er gesagt hat. Das, was er gesagt hat. Yeah.